Mahlzeit, Freunde, und herzlich willkommen zur 8. Ausgabe von Was spielt heute Platz 2 auf der PS2 mit Christian, das ist meine Wenigkeit, und wir machen jetzt im Superrennmeisterschaft weiter und fahren jetzt Event Nummer 10. Wir haben 5 Auslieferungs-, also Fahrzeuglieferungsstrecken, das heißt, wir fahren von A nach B und können jetzt auswählen und können uns jetzt aussuchen, ob wir den Jaguar XKR fahren, den HSV GTS Coupé oder ein BMW M5, aber ich entscheide mich diesmal für den HSV. Weil der mir sehr optisch hier gefällt und ich den gerne fahre und wir mit Extremitäten legen. 5 Strecken fahren wir jetzt, glaube ich, wenn ich jetzt richtig gelesen habe. Und alles klar, das ist ein, ja genau, wir haben hier weitere Turnier. 5 Strecken von A nach B. Ja, der Wagen ist besser bekannt als GTO von Scheinproblem oder so, ähnlich. Das ist sicher. Aber hier beginnen wir jetzt im National Forest und enden dann in dieser komischen Coast-Strecke. Da gucken mich eigentlich mal alle an. Naja, der Wagen braucht vielleicht zwar ein bisschen, bis er auf Touren kommt, aber wenn er auf Touren ist, dann zieht er auch gut ab. Die Strecke fahre ich dann auch rückwärts lieber auf der Straße statt mit der Abkürzung, um ehrlich zu sein. Weil irgendwie kommst du sowieso schwer ran, wenn du hier anfährst. Obwohl, nein, die geht ja doch. Okay. Ich habe nicht gesagt. Ich weiß nicht, ob das mal ein bisschen schwerer war. Na gut. Ich habe noch nicht mal die Hälfte der Strecke geschafft, ey. Aber wir sind noch ein bisschen unterwegs, wie es aussieht. Schönes Wegelchen, Dave ist ja gut. Pontiac war das. Pontiac, genau, der ist bekannt als Pontiac GTO, so war das. Warum er hier HSV heißt, weiß ich nicht. Aber der erinnert mich von Optik her stark an einem Pontiac GTO. Die Ähnlichkeit ist verblüffend, ey. Ich denke, man wird auch bekannt als GTO sein, mal davon abgesehen. Aber HSV Coupé ist halt, wie gesagt, neu. Hier lang fahren. Oh, Alter. Ja, jetzt haben wir es ja fast geschafft. Also die Strecke runter gab mit Ego und so um die Pool jetzt abreißen geprügelt habe. Wollte ich jetzt beinahe sagen, eigentlich war das natürlich die Pool Position. Ich denke mal, hier werden wir, hier wird es kein Problem, erster, hier wird es kein Problem sein, erster zu werden. Die Straßenlage von dem Wagen ist, naja, gerade recht unten, gerade die beste, aber der fährt sich besser als der M5. Das ist ja schon mal ein ziemlich guter Vorteil. Und hängt uns wieder unten am Arsch hier. Das finde ich auch nicht gut. Wo ist der Wichser? Direkt hinter uns. Nochmal. Ah, der wird also hier an dieser Seite an. Fick dich, Alter. Du bist Zweiter. Fotze. Nee, ist nicht. Ist nicht! Nein, 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 wir werden hier Erster, das ist aber ganz klar. Alter, du blödes Stück Scheiße, Alter! Lass mich vorbei, du Arschloch!
gibt's denn so was, Alter? Drängt der mich hier immer weg, ey. Ey, diese scheiß letzte Kurve, Alter, die geht mir so auf den Sack. Da wieder ausgebremst. Alter, die drängen sich mit Absicht vor mir, ey. Natürlich so ein Ego mit seinem scheiß grünen BMW dabei. Jetzt hier drin. Das wäre jetzt uns beide richtig böse schief gegangen. So. Wir können unsere Position behalten, wie es aussieht. Ah, hier wieder schön abkürzen. So. Oh Gott, ich dachte, wir kommen gerade Wangen gehen, Alter, weil war ja die Streckenbegrenzung. Gelben schwarzen Dinger da. Ich dachte eben, da kommt ein Wangen gehen, ey. Zum Glück war die nicht so. Abbremsen hier an der Stelle und jetzt hier drin, genau. Ich hoffe, dass ich jetzt hier genug Vorsprung rausfahren kann, um hier als erster durchs Ziel zu fahren. Schön, mal ruhig halten, sehr gut. Läuft jetzt, jetzt fällt sich der Wagen richtig klasse, ey. Super. Ich muss hier einen Zwischenspeicher machen. So. Aber uns klebt schon wieder eher an der Backe. Die fällt mir hernehmen. Die letzte Kurve, die hasse ich wie die Pest, Alter. Ich knall trotz Bremse knall ich an diese scheiß rechte Mauer ran, ey. Das ist zum Kotzen, ey. Natürlich, natürlich. Fuck you, Alter, lust es. Läuft, nee. Für alle Fälle. Wieder ausgebremst. Ja los, der kommt natürlich wieder volle Kanne um die Scheißkurve rum, ja? Der blöde Penner hier. Und wenn ich abbremsen muss hier. Überhaupt nicht die dumme Scheißfotze hier. Gibt's doch ja nicht, ey. So, ich hoffe, dass es jetzt ausreicht, dass ich der Erste bleibe. Jawohl. Weil das wäre jetzt echt unfair, wenn ich hier... ich habe jetzt extra abgebremst bei der letzten Kurve, damit ich da nicht in die Wand knalle. Du hast die Need for Speed Edition des Ford Mustang Cobra R freigeschaltet. Oh, cool. Du führst das Turnier an. Extra Autos kriegen wir jetzt hier nach dem Turnier mal an. Die Zeit haben wir dann auch noch. Weil wir jetzt schon an Autos freigeschaltet haben, wie die aussehen. Ja, und dann morgen und im nächsten Video geht es halt weiter mit den Polizeiverfolgungsjagden von Event 1 bis 10. Mach hier jetzt schnell speichern. Dass der Hex, dass der Hex immer wegdrehen will am Anfang, wenn man da Feuer sieht. Das ist, ja, schon kacke. So, nächste Rennen von A nach B.
Oh, da kürzen welche ab. Da kommen sie alle angerauscht, aber ich bin schneller als hier. Ah, Pech gehabt. Ja, manche Abkürzungen werden jetzt wohl halt anscheinend wohl komplett vergessen. Da komme ich wohl nicht, nicht mehr drauf, wo die waren. Ja, für mich ist das Wichtigste halt. Ist der komische Eisbahntunnel da? Naja, stimmt ja. Da war ja noch was. Da konnte man also auch abkürzen. Muss man diese scheiß enge Kurve da nicht fahren. Okay. Also gut, auch ein neues. Irgendwo fahren die doch hier lang. Ach so, hier fahrt ihr wilden Pisser also lang. So schön durchfahren können, ja, und ihr Penner. Hier ist gleich irgendwo eine Abkürzung. Sie übersieht die ständig. Wenn ein bisschen weiter rechts kicken hier rund. Wie lang geht? Hier wahrscheinlich. Nee, hier nicht. Das bringt ja letztendlich nicht wirklich viel, um ehrlich zu sein. Naja. Wir können mal schauen, ob wir jetzt am Ende der Strecke über das Flugfeld rüberkommen. Ja. Nochmal. Fahren wir hier lang. Das war nicht schlecht. Jetzt habe ich wieder ein bisschen Luft. Sehr schön. Aber das wird nicht lange anhalten, weil die holen ganz schnell wieder auf. Das kennt man ja schon inzwischen. Davor ist halt die Einfahrt zum Eisenbahntunnel. Oh, da muss natürlich auch passen, dass du nicht an die Seite knallst. Das hat nicht beinahe passiert. Wo muss halt der Wagen ruhig bleiben, ne? So, davor war jetzt irgendwo das Flugfeld. Ich speichere mal ab hier an der Stelle und irgendwo war jetzt hier die Einfahrt zum Flugfeld. Vielleicht lang. Nee. Da vorne war das. Okay, da kommen wir wahrscheinlich nur von in der Richtung ran, wie das aussieht. Na, macht ja nichts. So. Diesmal war mehr Luft zwischen uns und dem hinter uns, der da fährt. Wow, wow, Alter, was für eine enge Kurve hier. Junge, Junge. Alter, Alter. Und da haben wir. Puh, 2 vor 5. Meine Güte. Du führst das Turnier an. Ja, und ich hoffe, dass das auch so bleibt. Mit dem Einführen. Ist eine andere Geschichte. Da müsst ihr mal die Bienen blüten fragen oder eure Eltern, wenn sie mal abends im Stadtzimmer erwischt. Wir wollen das Turnier natürlich anführen. Führer. Als Deutscher kann man nur Führer sein. Kennen wir ja. Und es geht weiter. Natürlich auch die Position erstmal verlieren. Oh, diesmal nicht. Hey, cool. Geiler Start. Gefällt mir. Mal gucken, wo uns der Weg diesmal hinführt. Also diese komische Wüsten-Canyon-Strecke, muss ich sagen, gehört nicht unbedingt zu meinen Lieblingsstrecken. Ja, also da kann ich im Grunde eigentlich nur verzichten. Aber wenn wir später noch ganz schön zu kämpfen haben, Alter, was die Gegner betrifft. Immer wieder in drauf schummern, aber ehrlich.
kommt jetzt so die Kindheitserinnerung hoch. Wie man die Controller an die Wand geschmissen hat, weil man die geschafft hat. Ach ja. Die Ecke sich natürlich hier tunlichst vermeiden. Oh, fuck ja. Nein, du versuchst mir sicher die Anfahrt hier. Ja, eine schöne lange Strecke hier, schön ausufern, wie man so schön sagt. Haben wir nur noch mal nicht die Hälfte geschafft. Alter Falter, die Strecke ist lang. Durch. Jawohl, komm mal. Comic. Alter, noch nicht die Hälfte geschafft, Alter. Das sind für eine riesige Strecke, Alter. Jetzt haben wir die geschafft. Die Hälfte haben wir hinter uns. Also jetzt schreit auch nach dem Zwischenspeichern. So. Hier am Hafen lang, am Yachthafen wollte ich hier sein, so am Fischerhafen. Wow. Kein Bock, den Schwachsinn nochmal fahren zu müssen. Die Strecke ist doch schon ganz schön lang, Alter, aber es ist auch nicht die längste von A nach B Strecke. Es gibt noch eine längere. Da hat man so diese 5 Minuten oder so, weil wir sind. Hier fahren wir auch schon fast 5 Minuten. Ja, man, die schafft, da sind wir am Ziel. Obwohl, naja, scheint doch nicht. Die Strecke endet ja an dem Waldstück, genau, so war das. Alter, Alter, das ist eine Strecke. Okay, ich habe es gesagt, wenn wir eine andere Strecke fahren, wir wahrscheinlich doch länger als 5 Minuten. Wir sind ja jetzt schon 5 Minuten mit dem Ding hier unterwegs. Ich denke, man soll aber trotzdem noch schaffen. Überholst uns nicht. Und da ist das Ziel. Wunderbar, wer hat es geschafft? Alter Falter, das war natürlich eine recht lange Strecke jetzt hier. Alter. Du führst das Turnier an. Ja, jetzt kommt die vierte Strecke von 5, ne? Und dann haben wir es ja auch gleich geschafft. Von 5. Oh, der Start war lahm. Mal gucken, wo sie das diesmal hinführen. Oh, Mist, ich bin ja weg. Oh, ich, scheiße, ich dachte jetzt krachtet, Alter. Boah, war das knapp.
Na klar. Oh, danke für den Anschubser. Ist aber nett von dir. War bestimmt Hildegard, die kann sowieso kein Auto fahren. Die war auch von der Abkürzung, ne? Konnte man noch hier. Genau. Und aufpassen, dass du nicht in die Treppe fährst, Alter. Und dann war da hier irgendwo noch eine Einfahrt. Zu einem Bergwerk oder so. Das war glaube ich hier. Nee, hier war noch nicht. Irgendwo war hier eine Einfahrt zu einem Bergwerk. Da konntest du nochmal schön abkürzen. Da attackiere ich. Die haben die Einfahrt hier vorne. Ich hab's übersehen. Scheiße, Alter. Die fahren jetzt natürlich die ganze Bergwerk da lang. Ich hab die einfach verpasst. Scheiße. Ich hab vergessen, wo die ist. Dass hier natürlich der schneller rauskommen, war ja klar. Ah, gut, ich bin mal diesmal näher zu der Hard. Ich führe das Turnier ja, an. Auch hier sind wir wieder nicht mal bei der Hälfte angekommen. Achtung, gefährliche Bäume. Und hier konnte man langfahren. Damit sind wir wieder Erster. Zwischenfazit. So, abgespeichert. Fertig. Die Hälfte haben wir schon im Sack von der Strecke. Okay, jetzt hier über ein Stück Landschaft, wie es aussieht. Feldweg, sagen wir mal eher. Vorsicht, Bäume. Da vorsehen, sonst knallst du die Bäume, ey. Das ist ja... Ah ja, die Strecke kann man ja hier schon. Ich stelle hier alles klar, jetzt weiß ich wieder, wo ich bin. Wieso war das? Nicht die Bäume und Steine mitnehmen, das können wir jetzt nicht gebrauchen. Quasi die Serpentin ganz durchstehe, ohne dass ich überholt werde. Puh, ich bin ganz schön aufgekratzt gerade, ehrlich. Fieber hier gerade richtig mit, ich will unbedingt Erster bleiben. So, F1. So, weiter geht's. Ja, ich denke mal, der Rest der Strecke, den werden wir locker kennen. Wir haben wieder ein bisschen Luft zum Atmen. Die Strecke haben wir dann noch vor uns, dann ist der Party wieder erstmal zum vorbei. Event 9 und 10, dass die vielleicht 2 Turniere sind, Alter, das ist schon ziemlich hart, Alter. Das hätte ich in der Folge ja nicht geschafft hier. Aber das wäre viel zu lang geworden. Dann lieber so. Ob ich die Position halten kann. Also gleich schaffen, sind wir am Ziel. Da vorne ist es. Und jawohl, ich dachte, wir müssen ein Stück weiterfahren, aber Glück gehabt. Doch schon das Ziel hier vorne. Sehr gut. Du führst das Turnier an. Eins haben wir noch. Einen habe ich noch. Hänsel und Gretel verlieben sich im Wald. So. Der Klassiker aus dem Humorbereich. Die Älteren kennen das, die Jüngeren nicht. Puh, alter Falter. Puh, jetzt kommt nämlich die ganz lange Strecke. Wenn ich mir nicht irre. Ohne Startbisschen, 1.250 Punkte.
Ich glaube, das ist auch eine Strecke, die jetzt richtig dumm ist, jetzt die längste Strecke. Von A nach B, wo man von A nach B fährt, aber ich bin mir sehr sicher. Also wir sind jetzt ein bisschen unterwegs. Okay, ich kann vielleicht länger als 5 Minuten fahren, weil sieht ganz danach aus. Der Club hier werden wir uns gleich erst mal durch die Stadt fahren, wenn ich mich nicht irre. Geschwindigkeit plus 1000. Aha. Jetzt kommt die kleine ganz harte Kurve, da muss ich ganz vorsichtig sein. Da vorne ist er. Alter! Was ist jetzt los? Alter, die Karre ist um die eine Achse gedreht, ich werd verrückt. Jo, diesmal bleib ich ruhig. Das wäre natürlich eh schon gewonnen. Das war ich letzter werde. Ich muss ja den Typ nach vorne kriegen. Genau, da vorne noch, hier fahren wir durch die ganze Stadt hier durch. Lass mal gucken, irgendwo ihr habt es hier auf eine Abkürzung. Ah, da war sie. Ist hier, warte mal. Ja, dann bald, genau. Nein, nicht gegen die Pfeiler fahren. Zieh rum, zieh rum, zieh rum. Ich hätte jetzt so geradeaus weiterfahren können oder so, aber ich glaube, so ist besser. Wieder lang, Alter, scheiße. Okay, die haben eine bessere Abkürzung hier vorne. Ich glaube, da muss ich geradeaus weiterfahren. Warte mal, da will ich jetzt rauskriegen. Jetzt fahren wir hier lang. Und ich glaube, wenn ich hier bei der Ausfahrt bin, kann ich geradeaus mal ein Stück nach links rumziehen, wenn ich jetzt nicht ganz falsch liege. Nämlich die Ausfahrt und dann hier lang. Ich glaube, hier auf hier lang kann ich fahren, glaube ich. Ja, genau so war das. Jetzt nehme ich für die Wende mit, ist eine ganz andere Geschichte. Aber das ist jetzt der schnellere Weg gewesen. Okay, alles klar. Gut, dass ich jetzt wieder weiß. Das muss ich jetzt nochmal ausprobieren, weil jetzt ist mir jetzt wieder völlig durch die Raster gefallen. Jetzt können wir hier wieder abspeichern. Oh ja, das ist eine der längsten Strecken hier. Aber noch immer nicht die längste. Die Kopf bewegt uns noch. Strecke, Alter. Natürlich ziemlich abwechslungsreich, sehr viel Natur gerade, sehr viel tropisches Flair hier. Ja, komm mir mal die Bande mit. Hauptsache ich komme sauber um die Kurve rum. Ah, das war keine gute Idee. Ich bin gerade völlig angespannt, Alter. Ich will auf jeden Fall Erster werden.
haben es auch gleich geschafft. Da vorne sehe ich schon eine Zielplakate, aber wir sind noch ein bisschen unterwegs, bis wir ankommen. Noch sind die Gegner mit uns gnädig, aber später, wenn wir die richtigen Autos haben, Alter, dann fahren die auch wie bescheuert durch die Gegner, Alter, ehrlich. Das ist eine komische Chance, hinterher zu kommen. Okay, mal Zeit für Zwischenfazit. So, weiter geht's. Jetzt konnte man hier durch die komische Wohnsiedlung fahren, genau. Da vorne war nochmal so ein Weg durch die Wohnsiedlung. Genau, aber da nicht gegen den Zaun fahren, das ist natürlich ganz schlecht. Alles klar. Das war jetzt nicht wieder, war jetzt wieder nicht beim Radar, aber jetzt habe ich es wieder. Also hier durch. Und dann nach vorne nochmal. Ah, verdammt! Ich muss einfach Einfahrwinkel wieder finden. Das KUTD. Also ja, gut, war jetzt kurz vor Ziel, also KUTD unbedingt durchzufahren, wenn man Richtung Ziel unterwegs ist, dann ist nicht so gut. Du hast den Wettbewerb erfolgreich abgeschlossen. Aber wir haben hier ordentlich abgeräumt. Du hast einen neuen Streckenrekord aufgestellt. Und wir haben es geschafft, wir sind am Ziel. Jetzt können wir uns erstmal um die Polizeiverfolgungsjagd kümmern, damit hier mal ein bisschen mehr Action drin kommt. Und das heißt, am nächsten Video jetzt dann zum warte mal kurz. Jetzt zum Hot Pursuit Mode, dann geht's zum Ultimate Racer und dann fangen wir hier mal die ersten 10 Sachen an hier. Aber bevor wir jetzt hier das Ding noch beenden, schauen wir mal rasch danach, was wir hier für Autos freigeschaltet haben. Inzwischen sind ja einige dazugekommen. Ja, Ford TS50, die kennen wir ja schon. Ja, da war ja auch dieses riesen Schlachtschiff hier. Jetzt haben wir hier Opel Speedster, den kennen wir natürlich auch. Boxer 2 auch, GTS Coupé. Kennen wir inzwischen auch. Den Jaguar XKR sind wir auch schon auf die Luft gefahren. Hier ist der BMW Z8. Der ist neu. Dann haben wir den Ferrari 550 Barchetta. Der ist auch neu. SVT Cobra R kennen wir schon. Dodge Viper GTS. Ja, haben wir bisher noch nicht gefahren. Ferrari F50 in der Standardversion. Dann haben wir noch den Porsche den F Turbo. Den haben wir auch schon gefahren. Haben wir schon gefahren? Wie gesagt, nicht. CLK GTR. Lotus Elise NFS Version. Ja, sieht schon ein bisschen getuned aus. Jaguar XKR in der Need for Speed Version, also ich sehe jetzt auch keinen großen Unterschied, außer dass der Lack irgendwie kleinen Perleffekt hat oder sowas, da können wir uns nur einbilden. Mustang SVT Cobra R, sieht sehr gut aus von Optik her, auf jeden Fall ziemlich geile Vinyl-Optik hier, sieht gut aus. V12 Aston Martin Vanquish, ja, sieht auch der Lack schon irgendwie so ein bisschen doppeldirty aus. Ja, und der F50 hier halt, ja, den sparen wir uns hier an dieser Stelle. Fand ich doch mal freiwillig. Gut, ich würde sagen, beenden wir den Part hier. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Like da. Wenn nicht, dann das Recht ansetzen, würde ich sagen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut und tschüss.